Ich bin Benedikt Göcke, ich bin Professor für Religionsphilosophie und Wissenschaftstheorie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität in Bochum. Ich forsche zur Wissenschaftlichkeit der Theologie und besonders zum Transhumanismus und zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Christian Klaas, ich bin Erminöter Gruppenleiter am Knappschaftskrankenhaus in Bochum. Ich beschäftige mich mit Brain-Computer-Interfaces, künstlicher Intelligenz und Transhumanismus. Ich habe Christian kennengelernt auf einem Treffen für Erminöter Nachwuchsgruppenleiter und wir haben schnell festgestellt, dass uns beide die Themen künstliche Intelligenz und Transhumanismus beschäftigen. Ja, in meinem Forschungsbereich, den Brain-Computer-Interfaces, also der Schnittstelle zwischen Computer und menschlichem Gehirn, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragen, wie die zukünftige Gesellschaft zum Beispiel aussehen wird. Und diese Fragen werfen eine ganze Reihe von ethischen Problemen auf, die man behandeln kann. Und diese Zusammenarbeit zwischen der Neurowissenschaft auf der einen Seite und der Theologie auf der anderen Seite ist deutschlandweit einzigartig und wir planen da in Zukunft noch einige weitere Projekte durchzuführen.